Auf geht's. Deployment in Progress. Initial Orders. Genau. Und jetzt müssen wir quasi der Einheit hier befehlen. Hat er die jetzt ausgewählt, richtig? Ja, das sind die hier, genau. Die Panzergrenadier Early 43 Squad Mod Raschheiner. Die sollen jetzt, ne, mal so hier spotten gehen. Move, Attack, March, Fast Move. Was ist das? Covered Move. Coveredly. Das heißt, sie sollen irgendwie in Deckung bleiben oder so. Coveredly, by road, move behind vehicles, nein, fast. Cancel orders, buttoned, nee. Was ist das hier oben? Column Befehl, none. Okay, sparse oder normal, wie eng die zusammenstehen sollen, ne? Da reicht es mir eigentlich, wenn die sparse sind. Genau. Hat das jetzt richtig gewählt? Ja. Sparse Column, coveredly fast. Okay. Die sollen in die Richtung gehen. So, und der Herzl, der Kollege hier, war nicht alle, sondern nur der, den ich eigentlich anwählen möchte. Hat er den jetzt angewählt? Ja, hat er. So, der Kollege hier, der soll sich dann hier vorne mal umgucken. Mit dem Befehl. Ja, das ist eigentlich alles, was wir machen können am Anfang. Natürlich könnte man jetzt sagen, man macht hier schon mal einen so einen Mörserbefehl. Wie ging das denn nochmal? Man könnte jetzt hier so einem Typen wie hier, könnte man denen ja sagen, man gibt denen schon mal irgendwie einen Drag with right button to set up fire sector. Können wir ja immer noch machen im Kampf gleich. Das ist ja jetzt nicht so wichtig, dass wir die schon mal predikten, wenn wir eh nicht exakt wissen, wo der Gegner steht. So, schauen wir mal. Die machen sich jetzt hier auf den Weg, die beiden. Wenn alles gut läuft, haben wir hier gleich Feuerkontakt. Da marschieren sie los. Unter höchster Vorsicht. Ich habe mal wirklich gespannt. Wo und ob die hier auf Feinde treffen. Das wird interessant. So. Sind immer noch in Bewegung. So, irgendwo schlägt Artillerie ein. Das war zu erwarten. Das ist, glaube ich, der, der hier den Visor beschädigt hatte. Visor heißt das zwar nicht, aber der nicht mehr so gut sehen kann seit der letzten Mission durch die Artillerie. Zum Geier schlagen denn hier irgendwelche Klamotten ein? Noch nichts gefunden bisher. Ja, jetzt wird hier ein bisschen gefeuert. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ja, die bewegen sich ja hier schon mitten in der erwarteten Position. Aber bisher haben sie noch nichts gefunden. So, was hat er hier unten?
Könnte ja vermuten, dass hier eventuell wer drin steht. Ich mir die Sachen so mal angucke. Wäre das wohl möglich eine sinnvolle Verteidigungsstellung? Boah, ist das hier nebelig auf einmal geworden. Ah, da drüben. Da sind welche. Hier haben wir welche gefunden. Aber auch nur so ein paar Infanteristen. Naja, besser als nichts. Das heißt, wir können den. Schon mal einen Sektor zuweisen hier. Mit Rechtsklick, war das richtig? Ups, ne, hä? Haben die das jetzt? Ich hoffe doch. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich es jetzt richtig gemacht habe. Ich dachte eigentlich, ich müsste irgendeine Linie ziehen. Set Target for Observed Fire. Kann ich auch machen. Hier quasi. Ja. Observed Fire wegen den Jungs hier. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich gut funktioniert. Okay, so die Kollegen haben hier drüben noch nichts gefunden. Bisher ist der einzige Kontakt hier drüben. Das ist natürlich jetzt nicht so beeindruckend viel. Du hast nur die Ausrichtung der Geschütze verändert, okay. Ach, das ist hier Fire Sector, in welche Richtung die gucken quasi, ne? Aber irgendwo konnte ich das doch einstellen, dass die hier irgendwie so ein Indirect Fire machen. Weißt du, wie ich das meine? Dass die hier quasi selbstständig zwar feuern, aber halt auf so eine Zone, dass man für die Artillerie irgendwie eine Zone setzt. Das ging doch irgendwie, oder? Dachte ich doch eigentlich. Frei Ingmar has no Commander. Commander killed? What? Wurden die beschossen hier? Anscheinend gab es hier Artilleriebeschuss. Aber wie kann das denn hier passiert sein? Strange. Ja, also das hier ist die Mörsertruppe. Wenn ich jetzt hier einen anwähle und sage, greift die an. Fire at will. Ging das hier oben irgendwie? Ne, das sind ja die Display-Modi. Das hier ist Command Level, haben wir eh wenig. Camera Selected Squad, Selected Object, Area of Sight, Sight Sectors, Line of Fire. Ah, ne, ist schon klar. Okay. Für die zwei Infanteristen soll ich jetzt hier anfangen, eine Zangenbewegung zu machen. Ich weiß ja nicht. Ich habe eher so das Gefühl, die wollen uns hier in diese Verteidigungsstellung locken, damit wir hier richtig dämlich drauf fahren und wie die Deppen vorm Berg hier auf die Mütze kriegen. Das ist so mein Gefühl zu der ganzen Geschichte. Ich weiß es nicht.
Ich werde jetzt mit denen erstmal vorfahren hier. Das ist mir doch hier ein bisschen zu dümmdülig. So, mit denen mal nach hier. Und mit denen dann in Full Force hier schon mal guten Tag sagen. Und mit denen marschieren wir dann nach hier. Schauen wir mal. Wir damit Erfolg haben. Panzer rücken jetzt auch vor. Und die setzen sich natürlich alle jetzt in Bewegung. Hier oben ist natürlich Feuerkontakt, klar. Wenn die hier erstmal auseinandergenommen wurden. Der hat schon sein Gewehr vergessen. Und die ballern alle Munition weg, die sie haben. Guck mal hier, der hat sogar eine Pistole dabei. Und der auch. Wow. Wenn das mal nicht effektives Kämpfen ist, Kappa. Nun gut. So, die feuern zurück. Ja, die haben natürlich auch hier ihre BAR. Versuchen jetzt hier zu unterstützen, logischerweise. Und wir uns langsam aber sicher vorbewegen mit unserer Panzereinheit hier. So, was ist hier oben? Link established. Achso, Schieber Bernhold. Berthold. So. Die Kollegen nach da. Die ganzen Kollegen. Entsprechend hierhin, ne? Genau. Okay. So, viel mehr lässt sich an der Stelle auch nicht tun gerade. Die rücken jetzt gemeinsam vor. Bei ihm hier ist das ein bisschen pikant, weil er irgendwie kaputte Visierung hat an irgendeiner Stelle. Das meint, glaube ich, hier dieses Symbol hier oben. Und man sieht es auch, weil die ganze Truppe nur 75% hat von ihren Spot-Fähigkeiten. So, der Kollege hier verliert natürlich die Verbindung hier anscheinend. Hinterherfahren. So, was ist das? Wiederkehr. Ein Group Composition Heavy Weapons. We are under fire. Pachmeier Daniel. Die feuern hier immer noch wie die Wilden. Aber die haben hier anscheinend das Nest entdeckt. Hier scheint sich die Haupttruppe zu befinden. Das heißt also, mit den Truppen hier sofort zurücken ist nicht schlecht. Hier oben ist auch schon einer angezeigt. Der schießt wahrscheinlich hier aus der Entfernung mit dem MG. Aber sie haben ja halt noch mehr Truppen stehen, das kann natürlich gut sein. So, und die gehen jetzt hier rüber mit den Panzern. Die sind auch noch auf dem Weg und die sind auch noch auf dem Weg. Da oben, das scheint eine Befehlseinheit zu sein von denen. So, dahin, jawohl. Okay.
Ja, die schnellsten sind sie natürlich nicht mit den Tigern hier. Deswegen Flankenmanöver. Halt, ne? So, ich würde sagen, die Kollegen hier haben tatsächlich immer noch. Was machen die denn eigentlich hier? Die sollen doch hier bitte angreifen, aber in voller Stärke bitte. Jetzt haben die irgendwie ein bisschen verkackt gerade den Befehl, glaube ich. So, die Kollegen hier sind auch angekommen. Die feuern jetzt von der Seite. Das ist natürlich praktisch, weil der Gegner sich jetzt entscheiden muss, mit wem er wohin feuert und ihn das an seiner Effektivität hindert. Von hinten kommt aber auch Feuer rein. Unsere Panzer sind jetzt ein bisschen spät dran, wobei die hier natürlich schon. Gut aufgerückt sind. Und die machen sich auch auf den Weg. Ja, das scheint hier so ein kleines Nest zu sein. Aber es sind einige Amerikaner, das muss man wirklich. Deutlich sagen, wobei die meisten scheinen noch nicht gestorben zu sein. Höchstens ein paar Verletzte hier, aber noch sieht es ganz gut aus. Allerdings sieht man auch, hier sind überall Einheiten, die sich hier auch verschanzen. So, jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich meine Mörser dazu, hier quasi reinzufeuern? Das ist ja eigentlich die große Frage, die ich mir zur Stelle. Geschieht das von alleine oder? Ich glaube, wenn du die Leichten von den Schweren trennst, werden die Leichten schneller. Ja, das können wir mal probieren. Der Kollege hier ist ein N. Panzer 3N, Panzer 3N. Da oben sind die. Genau, also wenn ich. Kann ich die. Ah, so geht das. Dann habe ich die beiden angewählt, ne? So, dann gucken wir mal, dass wir die hier hinbringen. Separat. Dann haben wir hier den 3N. Das müsste auch ein 3N sein. Ich denke mal, die vier werden 3N sein. Nee, das ist ein Panzer 6. Das ist ein Panzer 6. Das ist ein Panzer 6. Das ist ein 3N und das ist ein 3N und das müsste hier auch ein Panzer 6 sein, ne? Genau. Die vier Kollegen, die ich hier angewählt habe, die greifen bitte nach da an. So, mittiges Kommandopanel. Ja, wenn ich die hier angewählt habe, ne? Von links das erste unten. Set Target for Observed Fire, ne? Manuelles Mörserfeuer. Das ist dieses Ding hier. Also dieses hier habe ich jetzt gesetzt, ne? Genau. Ja, die müssten eigentlich schon am Feuern sein, aber ob sie das tun? Aus der Entfernung, ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit die weg sind. Also ob die zu weit weg sind, um zu feuern. Das müssten dann die Kollegen zum Beispiel hier sein. Ach, das ist ja ein MG. Nee, das meinte ich nicht. Hier. Die Kollegen hier. Die machen nämlich nix. Bin mir nicht ganz sicher. H3 Plus, sorry, dass ich weg war, schreibe bald Physik ab. Ach so, ab. Abi und musste mal was dafür wiederholen. Aber das ist natürlich wichtiger, klar. Keine Frage. So, bei denen muss ich auch noch anwählen hier. Die richtigen. Panzer 3N und 3N. Das müssten die beiden hier sein. Wir die hier haben. Und bei der Truppe müssten es auch die beiden sein. So. Und wie geht's voran? Ja, schön Feuergefecht mit vielen Infanterieeinheiten, wie es aussieht. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Da kommt was.
Ja, die Mörser greifen an. Juhu. Oh ja, und die treffen, aber so richtig. Okay, so funktioniert das also. Gut, die sind eh schon zerschossen hier. Dann wenden wir uns mal... Ich würde sagen, vielleicht sogar den hier hinten zu. Die jetzt ja hier so schön geknubbelt stehen. So, und bringen die mal nach da. So, ja, ich glaube, die anderen Panzer sind jetzt langsamer und die hier rücken schneller vor. Die greifen jetzt auch schon ein, obwohl das ist ein Panzer 6 Tiger. Das auch. Das heißt, die werden jetzt hier auch schön unter Feuer genommen und gleich mit dem Mörser zusammen. Sehr gut. Also gegen Infanterie mit Panzern, das ist not pretty für die Infanterie auf jeden Fall. Komischerweise rücken auch hier die Panzer 3 langsamer vor, offensichtlich selbst mit separatem Befehl wie die Tiger hier. Das ist sehr interessant, um es mal so auszudrücken. Oh, wir haben einen Ceasefire vom Gegner. Und ich glaube, ich weiß auch so langsam warum. Aber wir werden trotzdem weiter vorrücken und die hier unter Beschuss nehmen, nach wie vor. Und werden jetzt dem Mörser hier dieses Ziel geben. So Leute, viel Spaß beim Zyklum schießen lassen. Das haben wir auch schon gehabt, aber jetzt seid ihr mal dran. Ja, hier ist nicht mehr viel übrig. Die meisten sind schon quasi über den Jordan gehüpft. So, jetzt kommt hier auch noch die Barrage runter. Dann sollte hier bald Feierabend sein. Sieht gut aus. Natürlich mit absolut überlegenen Truppen. Man darf auch nicht vergessen, die haben natürlich jetzt ihre Panzer zurückgezogen. Sprich, sie haben hier ihre Truppen geopfert für eine andere Verteidigung, nehme ich mal an. Für eine neue Verteidigungslinie, die aber nicht hier ist, sondern wahrscheinlich eher so hier hinten oder... Ja, mal gucken wo, ne? Ja, auch hier haben sie schon die ersten Verluste. Und sind auch nicht mehr aktiv am Kämpfen, sondern halten sich nur die Helme fest, weil sie hier beschossen wurden, natürlich. Hier ist auch noch so ein einsamer Verrückter, der hier noch schießt. Ja, das war's. Minor Victory, Bronze Medal und Total Control freigeschaltet als Dingens. Ja, die haben ihre... Die hatten ja noch nicht mal viel. Guck mal hier, die Forces, Losses... Wir haben 99%, warte mal, wo ist denn hier Complete Loss? 18%. Single Squad or Vehicle got 5 Medals und captured all flags in a tactical battle. Okay. Sieht gut aus. Ja. Das ist doch schon mal schön. So, gucken wir uns das hier nochmal an. Die werden jetzt von hier angegriffen allerdings. Wir haben den Schlüsselpunkt gehalten oder gecaptured. Und die greifen uns jetzt hier oben an. Das müssten wir als nächstes quasi spielen. Diesen Angriff auf unsere Panzer, diesen Flankenangriff. Das dürfte aber für uns abwendbar sein. Jo, ansonsten... Speichert der, wenn ich hier rausgehe? Gleich? Muss ich gleich mal gucken. Aber ich würde sagen, für YouTube machen wir erstmal hier Feierabend. Das war ja alles Wesentliche, was wir hier gemacht haben heute. Dass wir hier ein paar Angriffe gefahren haben. Einer immerhin mit einer schönen kleinen Schlacht. Das ist ja schon mal ganz okay. So, was ist hier oben? Hier werden die angegriffen. Das sollte hier aber kein Problem sein, denen zu widerstehen. Okay. Alles klar. Statistics for Squad kann man hier noch anschauen. Waiting und so weiter und so fort. Air Squadron. Support. Das Air Squadron 1 von 5 has arrived. Wir haben einen Luftunterstützungs-Squadron. Okay.
Da müssen wir beim nächsten Mal auch noch mal schauen, wie wir das einsetzen. Das geht nämlich auch. Und Wetter ist Sturm. Ach, deswegen ist es auch immer so neblig, weil wir hier so einen Sturm haben, ne? Logisch. Okay. Nun ja, wir schauen mal. Ich mache jetzt erstmal vorbei, sag ich schon. Ich mache jetzt mal den Stream zu Ende und verabschiede mich schon mal von den YouTube-Zuschauern, von denen immer zuerst. Und dann gucken wir mal, wie das hier gleich weitergeht. Also für euch schon mal auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.